In diesem Video schauen wir uns das Kollatz-Problem an. Man sieht auch an der Bezeichnung 3n plus 1 Problem, dass das wohl Mathematiker war. Aber das ist trotz allem für die Informatik eine sehr wichtige Idee bzw. Problem. Und zwar Lothar Kollatz, 1910 bis 1990 gelebt, deutscher Mathematiker. Und um zu verstehen, was das für eine Bedeutung hat, dieses Problem, was er sich erdacht hat, muss man so ein bisschen die Zeit, zu der das entstanden ist, betrachten. Und da war es halt so, dass man eigentlich geglaubt hat, dass es für jedes Problem einen Algorithmus gibt, der das Problem löst. Algorithmus ist deshalb für die Informatik wichtig, weil wenn es einen Algorithmus gibt, kann ich das einem Computer beibringen, der das sozusagen für mich macht. Und wenn sozusagen jedes Problem einen Algorithmus besitzt, der es löst, kann ich praktisch jedes Problem dem Computer beibringen und der Computer macht das für mich. Das ist im Prinzip so die Idee dahinter. Wenn ich jetzt sozusagen hergehe und davon ausgehe, dass jedes Problem auch lösbar ist, dann ist halt die Frage, stimmt das überhaupt? Beziehungsweise kann man das irgendwie beweisen? Und da gibt es in der Informatik so eine Geschichte, wobei die Frage ist, ob er jetzt in dem Moment daran gedacht hat, weiß ich nicht, aber manchmal hilft es, man versucht praktisch das Gegenteil zu machen. Also das heißt, anstatt zu beweisen, dass jedes Problem eine Lösung hat, weil wie will man das anstellen, zu beweisen, dass es nicht alle Probleme lösbar sind, ist relativ einfach. Man braucht ja nur ein Problem, was halt eben nicht lösbar ist. Und jetzt kommt das Kollatz-Problem. So, was ist dieses Problem? Es ist, das Schöne an dem Problem ist, man hat es ruckzuck verstanden, es ist total einfach. Also, man sucht sich irgendeine beliebige natürliche Zahl. 5. Ist die Zahl ungerade, dann, ja, jetzt kommt der Name 3n plus 1, das heißt 3 mal 5 ist 15 plus 1 ist 16. Das heißt, ich mache aus der 5 jetzt die 16. Ist die Zahl gerade? Ja, die 16 ist ja gerade. 16 durch 2 ist 8. Dann halbiert man die Zahl. Und das macht man immer und immer wieder. Also 8. 8 durch 2 ist ja gerade Zahl ist 4. Durch 2 ist 2, durch 2 ist 1, 1 ist eine ungerade Zahl. 3n plus 1, einmal 3 ist 3 plus 1 ist 4. Ja, merkst du was? Die 4 hatten wir schon. Das heißt 4, 2, 1, 4, 2, 1, 4, 2, 1. Also man ist irgendwie so in einer Schleife gelandet. Das heißt, wenn man bei 1 ist, kann man eigentlich aufhören. Und das ist auch genau das, was man macht, das heißt, man sucht sich irgendeine beliebige Zahl, bearbeitet die mit, wenn ungerade mit 3n plus 1, ansonsten mit n durch 2 und das so lange, bis irgendwann 1 rauskommt. Und wenn das der Fall ist, dann ist die Zahl wundersam. Soweit, so gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wo ist da ein Problem? Weil das kann man relativ einfach machen. Es existiert ein Algorithmus. Den Algorithmus kann ich dem Computer beibringen. Ist doch alles gut. Naja, wir gucken uns das hier nochmal an. N größer 1. Dann mache ich ungerade 3n plus 1 und n halbe, habe ich ja eben schon gesagt. Und für die 5. Jetzt
kann ich, wie ich das eben schon gesagt habe, ist das alles wunderbar. Hier ist ein Java-Programm. Das Java-Programm macht genau das, was ich eben gesagt habe. Ich kann hier für n, hier ist mal 20 eingegeben. Macht das halt für mich. Ich teste das gerade mal. Hier haben wir die 5. Das sind kleine Zahlen. Ich lese mal besser vor. 5, 16, 8, 4, 2, 1 hatten wir ja gerade eben. Jetzt kann ich mal spaßeshalber die 20 ausprobieren, wie hier in diesem Java-Programm. Und dann bekomme ich gesagt 20, 10, 5. Ja, dann kennen wir es ja wieder. 16, 8, 4, 2, 1. Interessant werden soll's bei 7. Probieren wir das auch nochmal aus. Da haben wir nämlich eine relativ lange Kette. 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20. Ab jetzt kennen wir es ja wieder. 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. Soweit, so gut. Jetzt ist aber immer noch die Frage, wo ist das Problem? Schauen wir mal. Wenn ich eine einzelne Zahl habe, kann ich die ja einfach testen. Das klingt doch gut. Es gibt einen Algorithmus, wie ich eben schon sagte, der das macht. Aber ich kann nicht alle natürlichen Zahlen testen. Es gibt unendlich viele natürliche Zahlen. Und ich weiß halt eben nicht für alle natürlichen Zahlen, ob das der Fall ist. Jetzt könnte man ja darauf verweisen, na und, es gibt ja einen Algorithmus, der das testet. Das heißt, wenn ich es von der Zahl wissen möchte, kann ich es ja testen lassen. Das Problem aber bei diesem Algorithmus ist, er ist semi-entscheidbar. Was heißt das? Naja, ganz einfach. Ich starte den Algorithmus mit irgendeiner Zahl und dann wurstelt der. Das Problem ist, solange der wurstelt, und der Algorithmus ist ja so angelegt, der endet ja eigentlich nur dann, wenn auch 1 rauskommt, weil das war ja das Abbruchkriterium. Wenn 1 rauskommt, dann fertig. Solange das nicht der Fall ist, muss gerechnet werden. Das heißt, solange der arbeitet, kann ich nicht sagen, ob die Zahl wundersam ist, weil ich kann aber auch nicht sagen, dass sie nicht wundersam ist, weil ich ja nicht weiß, muss ich noch warten? Und der Algorithmus sagt mir dann irgendwann, wenn ich lang genug gewartet habe, die Zahl ist wundersam. Oder ist der Algorithmus vielleicht in eine Endlosschleife? Wir hatten das mit dem 1, dann 4, 2, 1, 4, 2, 1. Das wäre eine Endlosschleife. Das heißt, ich kann so lange warten, wie ich möchte. Es gibt kein Ergebnis. Das heißt, die Zahl ist nicht wundersam. Aber in dem Moment, wo der in der Schleife ist, in der Endlosschleife ist, kriege ich das ja nicht mit, weil ich sitze ja davor und sehe nur, dass dieser Algorithmus arbeitet. Und ich kann halt eben nicht sagen, ob er stoppen wird oder nicht. Und aber nur wenn er stoppt, weiß ich, dass die Zahl wundersam ist. Und damit habe ich halt ein Problem. Das heißt, es ist eigentlich relativ einfach zu beschreiben, dieses Problem. Es ist aber nicht lösbar. Und also nicht für alle Zahlen. Und wie gesagt, wenn bei einer Zahl der Algorithmus nicht stoppt, kann ich auch nicht sagen, dass die Zahl nicht wundersam ist. Also diese Reihe nicht bei 1 endet. Und damit habe ich ein nicht lösbares Problem. Und damit ist die Aussage, dass alle Probleme mittels oder für alle Probleme ein Algorithmus existiert, der diese Probleme löst, falsch. Zudem hält dieser Algorithmus oder hält er nicht. Da gibt es nochmal ein eigenes Video, da gibt es nämlich auch nochmal. Ja, einen eigenen Begriff in der Informatik, der heißt Halteproblem. Das gucken wir uns dann auch nochmal an. Tja, soweit, so gut. Wenn das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dann
So weit, so gut, wie schon gesagt.